Willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind hier stehen geblieben, haben gerade die Tür geöffnet und schauen jetzt mal rein, was so ist in diesem Gewölbe. Sehr dunkel. Wahnsinn. Ja. Okay. Noch nicht mehr so dunkel. Scan mich mit, BD. Geht's dir gut, BD? Gut gemacht, wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Okay. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Das ist nicht schön. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Okay. Viel Glück, Jedi. Danke. Und möge die Macht mit dir sein. Ja, auch, Bruder. Meister Cordova. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede... Aufgabe, nur... versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi... oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey... Kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Oh, das ist wohl ein Ja. So. Das heißt, wir sind hier fertig. Es war einmal vor langer Zeit. Ich wollte sagen, Bidi, willst du nicht mitkommen? Suche auf Sepho nach alten Gräbern. Ah, okay. Gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Hui. Ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Da ist ein sehr unfreundliches Biest im Weg. Okay, nein! Voll! Okay.
läuft er mit dem Licht herum. Ich seh's mir an. Hilft mir mal jemand? Mysteriöses Skelett, das ist schön. Hier runter nicht, ne? Oh, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du. Wir würden schon gerne besiegen. Ah, ja. Nein! Ah! Ich hatte ihn beinahe gehabt. Ach, Mann. Ärgerlich. Beinahe gehabt. Wahrscheinlich noch einmal draufschlagen, wie ich hätte ihn haben können. Hätte ich doch mich heilen sollen. Wollte aber versuchen, ihn ohne zu heilen. Hat dann nicht ganz so geklappt, aber was kann man machen? Nicht wirklich viel. ich werde ihn, glaube ich, einmal hauen. Los, komm weiter. Diesmal krieg ich ihn.
Musst du? Ich bin bewaffnet, bleib weg von mir. Nein, warte langsam. Na? Das heißt, ich muss immer auf sicherer Abstand sein zu den Gegnern, um mich zu heilen. Das ist ein bisschen blöd. Also ich werde mich wahrscheinlich in Kämpfen nie heilen werden können, tun müssen. Diese Ladezeit, das ist das, was mich am meisten, ja. Weil es dauert gefühlt 2 Minuten. Eine Minute. Einmal muss ich ihn ins Gesicht schlagen. Kommt doch auf. Okay. Ah. So, Bidi, wo geht's lang? Ich werde nicht mehr kämpfen gegen den. Okay, ich dachte, wir wären wieder Gegner. Ah, Meister Kandova. Kodova. Anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Okay, das wollte ich gerade sagen. Das scheint mir ein Reiseziel zu werden.
Viele Gegner hatten wir jetzt auf dem Weg nicht, nur einen. Wo lang? Zurück wird's schneller gehen. Meinst du? Ich hoffe doch. Wenn der Hinweg war schon... Oh. Scheint wirklich so, als wäre zurück... schneller. Rein wollte ich eigentlich nicht. Scheint aber ein interessanter Ort zu sein. Oh Gott. Na, ja, was soll ich da machen? Ich konnte nicht ausweichen. Ah. Ich wollte doch gar nicht da reinspringen. Ja, das ist eine Folge, wo ich gefühlt nur umgebracht werde. Schon? Dann, ich verabschiede mich. Ich sage, bis zur nächsten Folge. Tschüss und auf Wiedersehen.